Richtig recherchieren im Internet will gelernt sein. Warum? Naja, erstens, weil das Internet für viele von uns die Informationsquelle Nummer 1 ist. Oder wann bist du das letzte Mal in einer Bibliothek durch die Regale geschlichen und hast die Buchrücken einschlägiger Fachliteratur gestreichelt? Und zweitens, weil das Internet zunehmend von Social Media dominiert wird, die auf Empfehlungsalgorithmen basieren. Und da korrekte und tiefergehende Informationen im Internet nicht immer die meisten Klicks und damit Potenzial zur Monetarisierung bringen, empfehlen Algorithmen auch mal Inhalte, die nach anderen Kriterien ausgewählt wurden. Wenn du zu jeder Zeit in der Lage sein möchtest, eigenständig und unabhängig an Informationen zu gelangen, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich gebe dir 3 unverzichtbare Tipps mit an die Hand, mit denen du im Handumdrehen lernst, richtig im Internet zu recherchieren. Das ist nicht nur eine wichtige Fähigkeit, die jeder Mensch haben sollte, sondern dir auch dabei hilft, in der Schule, dem Studium oder bei der Arbeit besser zu sein. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Vielen Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Tipp 1. Webseiten durchleuchten. Die erste Anlaufstelle für das Recherchieren im Internet ist für viele Bing. Kleiner Spaß. Natürlich Google. Um sich einen ersten Überblick zu einem Thema zu verschaffen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Dabei sollte dir aber immer bewusst sein, wie Google eigentlich funktioniert. Google spuckt die Webseiten als Ergebnisse aus, die der Algorithmus für am geeignetsten erachtet. Basierend darauf, wie lange andere Internet-User auf der Seite verweilen, wie viele andere Seiten auf diesen Beitrag verlinken und viele weitere Signale. Daraus ist eine ganze Industrie entstanden, die sich mit der Optimierung von Webseiten, sogenannte Search Engine Optimization, beschäftigt. Google spuckt also nicht unbedingt die besten Ergebnisse zu einem Thema aus, sondern die, die am besten für uns optimiert wurden. Wenn du nach dem Thema »Wie funktioniert Bitcoin?« suchst, findest du bei Google nicht etwa das White Paper von Satoshi Nakamoto, welches den Ursprung dieser Technologie darstellt und dessen Funktionsweise genau wiedergibt, sondern einen redaktionellen Artikel von Stiftung Warentest. Der ist deutlich schneller und einfacher konsumierbar als das White Paper. Das stimmt übrigens wirklich mit Stiftung Warentest. Auf Google findest du eine Menge journalistischer Inhalte. Das ist schon mal nicht schlecht, weil Journalismus prinzipiell gewissen Qualitätskriterien folgt. Dazu gehören unter anderem Aktualität, Relevanz oder Unabhängigkeit. Diese Kriterien schon mal gehört zu haben, ist sicherlich nützlich, denn so kannst du Qualitätsjournalismus von nicht so gutem Journalismus unterscheiden. Unter dem Video habe ich dir mal die Charta Qualität im Journalismus des Deutschen Journalistenverbands verlinkt. Dort sind alle Kriterien aufgelistet. Signale, die du auf einer Webseite sofort erkennen kannst, sind: Ist der Autor oder die Autorin namentlich genannt? Hat der Artikel ein Veröffentlichungsdatum? Wurde er sogar gegebenenfalls aktualisiert? Verweist der Artikel auf andere Quellen? Und ist die Webseite allgemein vertrauenswürdig? Wenn du dir beim letzten Punkt unsicher bist, kannst du im Impressum der Webseite nachschauen, wer hinter den ganzen Inhalten steckt, oder googeln, um was es sich bei der Webseite genau handelt. Tipp 2. Kontrolle übernehmen mit Datenbanken. Möchtest du wissenschaftliche Studien recherchieren, dann solltest du auf Datenbanken vertrauen. Was es für Datenbanken gibt und wie du sie nutzt, das kannst du auch ausführlich in meinem Tutorial zur Literaturrecherche für wissenschaftliche Arbeiten nachschauen. Wichtig zu wissen ist, dass auch Google eine Datenbank hat, die du auch ohne Lizenz einer Universität nutzen kannst. Anders als auf Social Media oder dem normalen Google kannst du bei Datenbanken die Parameter der Suche selbst bestimmen. Soll nach Aktualität, Menge der Zitationen oder nur einer bestimmten Auswahl an Fachzeitschriften gefiltert werden? Auch wissenschaftliche Studien können in ihrer Qualität variieren. Du kannst beispielsweise überprüfen, ob die Zeitschrift, aus der ein Artikel stammt, ein Peer-Review-Verfahren einsetzt. Das bedeutet, dass mindestens 2 unabhängige und anonyme Wissenschaftlerinnen den Artikel auf seine Qualität überprüft haben. Außerdem kannst du unter Acknowledgements herausfinden, ob eine Studie von einem Drittmittelgeber gefördert wurde. Wenn du also eine Studie über die Auswirkungen von E-Zigaretten liest und ein Tabakkonzern als Geldgeber aufgeführt ist,
dann sollten bei dir sofort alle Alarmglocken angehen. Bevor wir zum dritten wichtigen Tipp kommen, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, sagen. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit, dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut empfehlen. Schau einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@scribe.de für einen exklusiven Gutscheincode. Im letzten Tipp möchte ich noch einmal den Punkt hervorheben, wie wichtig es ist, die Motive hinter einem Artikel oder einer Webseite zu verstehen. Das kann nicht nur bei bezahlten wissenschaftlichen Studien passieren, sondern auch und vor allem auf allen möglichen Webseiten im Internet. Suchst du beispielsweise nach der Wirksamkeit von Kurkuma in Bezug auf eine bestimmte Krankheit, dann findest du unter Umständen keine wissenschaftliche Studie, sondern eine Webseite, die eher einseitig über die vermeintlich positiven Effekte von Kurkuma in deinem morgendlichen Haferdrink berichtet. Achte hier auf den Call to Action. Welche Aktion möchte die Webseite von dir bekommen? Dass du ein Produkt kaufst, dich in einen E-Mail-Newsletter einträgst, vielleicht eine Partei wählst oder einen YouTube-Channel abonnierst. Übrigens, bitte abonnieren. Danke. Quellen, die öffentlich finanziert sind, haben den Vorteil, dass sie sich um das Geldverdienen weniger Sorgen machen müssen. Hier kann dann automatisch ein Qualitätskriterium wie die Unabhängigkeit schon besser eingehalten werden. Aber nur weil Inhalte aus einer öffentlich-rechtlichen Quelle stammen, muss das nicht heißen, dass sie nicht hinterfragt werden sollten. Zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Bonus für dich. Normalerweise gibst du in eine Suchmaschine einen Begriff oder eine Wortfolge ein und das war's. Doch es gibt auch noch ein paar versteckte Funktionen, die bei der Recherche im Internet nützlich sein können. Erstens, setze Anführungszeichen, um nach einer zusammenhängenden Wortfolge zu suchen. Gibst du zum Beispiel künstliche Intelligenz und Ethik ohne Anführungszeichen ein, dann kann es zu Ergebnissen kommen, die, übertrieben gesagt, mit künstlichen Farbstoffen, intelligenten Zitronenfaltern und Ethik zu tun haben. Setzt du die Begriffe in Anführungszeichen, bekommst du nur Ergebnisse, die diese Wörter auch im Zusammenhang behandeln. Zweitens, AND-OR-Operatoren. Außerdem kannst du nur künstliche Intelligenz AND Ethik OR Moral eingeben. So würdest du auch einen Treffer bekommen, wenn der Artikel zwar von Ethik handelt, aber dafür das Wort Moral verwendet. Drittens, Suchbegriffe ausschließen. Möchtest du wissen, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, aber du hast schon alle Artikel und Videos von Scribe gelesen oder gesehen und du kannst sie einfach nicht mehr sehen, dann kannst du mit -Scribe diese Treffer einfach ausschließen. Hätte ich dir das mal nicht verraten.